Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei den Hofgeschichten, wieder mit Brilli und Zwiebel. Moin, moin. Moin! Boah, er schreit. Ey, drück mal auf den Knopf, damit hier nicht so schwarzer Bild ist. Ja, ich war gerade im Modus. Ich war im Modus. In der letzten Folge bin ich gestorben. Nicht gestorben, aber umgefallen, ohnmächtig geworden. Direkt neben meinem Bett. Aber ich habe nichts verloren, wie es aussieht. Wunderbaren Iridium-Sprenger an. Nichts. Ich baue mal den einen. Baue mal den einen fehlenden noch. Ich drücke hier schon mal noch die fehlende Saat in die Erde. Da ist hier die Algen. Wo sind hier? Sind die Fische? Fisch, Fisch, Fisch. So, mehr habe ich nicht. Mehr hat er nicht. Du bist gerade wieder richtig schön reingeleckt gekommen. Ja, das passiert in letzter Zeit häufiger. Aber, also toi toi toi, nachdem der Mene hier so ein bisschen Problemlösung gefunden hat. Also man, die abstürzen. Kann, man kann die Hasen gar nicht töten hier. Man kann die nur verkaufen. Ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Hä, was denn jetzt? Wenn man die Hasen nicht töten kann? Wenn man die Hasen nicht umliegen kann. Ja, aber ich meine, Hasen geben doch selten ihre Pfoten freiwillig ab, oder? Ja, das ist komisch. Vielleicht muss man sie kaufen. Nein, nein. Ich meine, das ist ein Loot, Hasenpfote. Versuch's mal zu köpfen? Nein, geht nicht. Ist nach 22 Uhr hier das Format, oder? Ja, ja. Ja. Ja, mei, da dürfen wir uns auch köpfen, gell? Können wir mal so einen ungläubigen Hasen töten hier. So, der vierte Iridium-Sprenger, Leute. Unser Hof, der hat sich richtig gemacht. Man muss einfach sagen, wir sind mittlerweile, sind wir auch der, Hier sind wir der erfolgreichste Hof hier im Umfeld. Sternentautal ja, und so. Gibt ja eigentlich auch nicht mehr als uns, aber ja, du hast recht. Hoppala, das weißt du doch gar nicht, wie groß es ist, ne? Wir sind hier natürlich die Großbauern. Es kam aber jetzt nicht nochmal die Meldung, dass der Baum nicht wachsen kann. Ja. Weiß ich nicht, hab ich nicht drauf geachtet. Nee, ich glaube diesmal nicht. So. Schattenei verkaufen wir mit. Okay. Ach Gott, immer einmal zu wenig. Yep. Ich komme mit dieser Gießkanne teilweise nicht klar. Die geht mir ganz schön auf den Piss irgendwie. Das muss man können. Kann ich nicht an meine eigene Küche, weil ich, weil das Spiel denkt, ich bin da noch dran, weil es ein Lag gab. Jetzt schön die Küche gelockt. Ich lade gerade weder was hoch noch runter. Also, ne, du kommst hier nicht rein. Also an mir kann es eigentlich nicht liegen, würde ich jetzt einfach mal ja, vielleicht sagen. Vielleicht ist es halt wirklich die Version 1.4 ein bisschen buggy, kann ja sein. Ja. Ja. Bisschen Strandbuggy fahren, ja. Ja, Mann. Guck mal, ob es bei der Tiertante vielleicht was gibt, wo man Hasen die Pfote abschneiden kann oder so. Ich kann mir vorstellen, bei diesem einen Hexenladen. Bei den Schafen ist es ja so, dass ich, das kann natürlich auch sein bei diesem Ding. Bei den Schafen gibt es ja eine Schafschere, womit ich dann die Wolle auch... Hexenladen ist halt nur selten da, ne? Da muss man schon jeden Tag gucken. Schafschere, automatischer Greifer, genau. Ja, aber jetzt stell dir doch mal vor, du hättest hier lauter dreibeinige Hasen auf dem Hof rumrennen. Na was, da macht man denen so ein Rad unten dran. Dann sind wir Großabnehmer für WD-40, genau, aber sonst quietscht das überall. Meister, er ist Horschenpot für mich. Ich hab mit einem Zauberer geredet, der hat keinen Hasenpot für uns. Ja, der braucht ja eine, der möchte ja gerne eine haben. Also leg dem jetzt eine Bombe hier rein. Der Petrosilius Zwackelmann. Hey Zwacki! Zwacki, du alte Viecher, wie schaut's denn aus? So, ich brauche übrigens was zu essen. Ich habe hier irgendwie komplett Hunger. Also jetzt nicht, aber nachher. Der Mene kocht fleißig. Oder ich guck mal, ob die... Nee, brauche einen Reis, damit ich Sushi machen kann. Sushi? Beziehungsweise Maki. Okay. Guck mal, ob die Haarmode etwas Neues für mich bereithält. Das ist momentan schwierig mit... Verstehe dieses Spiel nicht. Warum ist in diesem Haus wirklich alles ist eigentlich, sagen wir mal, relativ normal in diesem Spiel. Aber der Verkäufer in diesem Hutshop ist halt eine Katze. Warum? Ja. Wir haben doch Rüben gebraucht, oder? Für was waren denn die Rüben?
10 Rüben brauche ich. Hat er doch abgeschlossen. Nee, habe ich noch nicht. Ich brauche die noch. Oh. Ja, aber normale Rüben oder? Ja, ne? Weil bei mir in der Kiste liegen ein paar Rüben, aber die haben alle einen Stern. Ja, nee, das ist egal welche. Ich brauche einfach nur 10. Die Dings, ja, aber das sind doch nicht die normalen Rüben. Das sind doch die. Ich sag ja, das sind. Das, naja, Rüben. Normale halt, Rübe brauche ich. Nur ganz normale Rübe. Ohne aber da. Die haben jeweils einen Stern und außerdem sind es bloß 6. Ja, dann brauche ich noch 4 weitere. Ob die einen Stern haben oder nicht, ist scheißegal. Okay. Hab ich dieses Cowgirl-Hut-Ding? Habt ihr schon mal einen pinken, relativ großen Hut an mir gesehen, Leute? So ein Dolly Parton-Verschnitt oder was? Bist du auf unserem Hof, Zwiebel? Ja, ja. Geh mal in meinen Raum und da ist eine Kiste mit meinem ganzen Kopfbedeckungen. Kannst du mal bitte gucken, das Cowgirl-Hut, Alter. Sonst muss ich leider zuschlagen. Ja, ich guck schon, bevor wir zuschlagen. Das Band ist mit falschen Diamanten bestückt. Ach, wie toll! Hab ich die schon? Ein Cowgirl-Hut? Ja. Ja, den hast du schon. Ach, schade. Warum hast du eigentlich doppelt die Beamtenkappe, sag mal? Du hast doch den Cowgirl-Hut doppelt. Was? Ach, guck einer an. Ja, das neue Maschinen. Wahrscheinlich wusste nicht, dass ich die hab. Es gibt jetzt eine Werkbank. Wenn du hier handarbeitest, hast du Zugang zu Materialien in allen angrenzenden Truhen. Oh, cool. Das ist gut. Hey Ludwig, hau ab hier, das ist mein Revier. Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab! Jetzt reicht's. Sind jetzt dir schon die ganzen Spinnweben aufgefallen, die im Herbst auftauchen? Bist du blöd oder was? Hau hier ab! Wohin geht der? Ludwig. Er heißt Sam. Ja, was denn, nur Ludwig oder Sam? Sam heißt er. Und er mag mich 0 von 8. Ich dich auch! Überleg mal, die Leute hätten alle so eine Anzeige, wie sehr sie dich mögen. 0 von 8. Dumme ja auch, Arschloch. Und so Fasern. Oh, es gab hier Synchronquarking. Rolli steht hier seit rum und Rolli sieht glücklich aus. Oh, Rolli, wie du lachst, wie du lachst. Von den Hofgebäuden haben wir scheinbar alles. Also ich kann keine Ausbauten mehr. Ich sage euch, Folge 100 ist die letzte. Also, beziehungsweise, es stimmt nicht ganz. Also es gibt noch dieses Schleimzucht. Ja. Da kriegt man dann Schleimbälle. Wenn man das Schleim braucht man einfach überhaupt nicht. Die haben wir noch nie gebraucht. Ja, warte mal. Ich finde massig in der... Wir haben ja massig Schleim. Nee. Wir haben 248 Schleim einfach. Ja, ich habe jetzt gedacht, man kriegt aus den Schleim Iridium raus. Aber das sind ja keine Schleimdinger, das ist ja irgendwas anderes, was uns da unten immer auflauert. Diese und großen dann, Blobs. Gibt es noch Fischteich, da kann man Fische züchten. Ah, ja, den brauchen wir. Sehe ich jetzt irgendwie keinen Grund dafür. Doch. Ja, mach doch mal hin hier. Einen Riesengrund sehe ich dafür. Hier ist übrigens zu viel Baumwerk. Aber hack nicht wieder die Apfelbäume weg. Ja, nein, ich weiß ich ja, die habe ich ja selber gepflanzt. Ja, hier, oder? Ja, hier ist doch voll viel. Man sieht auch gar nicht, wo die Ecke, wo die Begrenzung ist für die Tiere quasi. Da ist keine Begrenzung. Gibt's nicht mehr. Die ist weg. Achso, die können hier überall lang, oder was? Ja. Das ist natürlich gut. Ja, eben. Hat da korrekt. So, ich verbringe heute mal meine Schicht am Ofen. Ich bin immer noch nicht drüber hinweg, dass ich meinen scheiß Lava-Katana verloren habe. Ey, nicht die Bäume! Nicht wo die Dinger dran sind. Ja, mach ich doch nicht. Okay. Du kannst mal neue Mauern bauen gehen, Mene. Da können wir hier mal Zaun hin machen. Da bräuchten wir Steine für. Ja, da gehst du Steine holen, haben wir doch genug. So, jetzt will ich erstmal. Hallo! Was macht er denn da? So, das ist wichtig. Was ist wichtig? Kleine Verschönerung für mein Gebäude. Ah ja. Da ist nichts mehr zu retten. Was braucht man denn dafür eigentlich für einen Schmelzofen? Hoffentlich kann man das überhaupt indoor bauen. Kupfererz und Stein. Ja, kann man. 5 bauen. Nice. Ba 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 ba.
Ba-ba-ba-ba-ba. Für alle über 80-Jährigen, die das heute gucken, hier ein paar Hits von früher. Da 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 da. Interessant ist, dass du die über 80-Jährigen ansprichst und selber mit unter deinen, mit den unter 40 Tränen Lügen nicht hier anstimmst. Ja, nicht? So, Steine haben wir. Wie hieß er, Nino oder Angelo, was? Nee, oder? Weiß ich nicht. Ich kenne nur die Mark-O-Version aus, aus meiner Trance-Zeit. Oh, Tears, ja, genau. Don't Lie. Ei, 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 ei. Ja, Mark-O fand ich immer kacke besser, da. Droste, hörst du uns? Wie war das, oder? Wie war das? Hörst du mich? Droste. Weißt du, das kenne ich nicht. Nee, war das nicht auch von Mark-O? Droste. Nee. Muss mal gucken. Also nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass du wüsstest? Ja, doch. War der Deutsch? Weiß ich nicht. Naja. Wer? Mark-O? Ja. Mhm. Ja, klar. Hast du auch mal so ein verkappter Trancer, Mene? Yep. Ich habe heute alte Hits im Radio gehört, im Auto gehört. Da war Twisted, Swenson & Gielen. Sagt euch das was? Ja, klar. ATB, Blank & Jones. Ja, wohl ATB. Also das war schon wieder dieses Trance, was ich nicht ganz so geil fand. Ja, das war schon ein bisschen läppscher. Ja, genau. Genau, aber Cosmic Gate, Megara vs. DJ Lee. Ja, da gab es ja dann später auch noch, was ich, Nils, wie ist das Dings? Nils van Gogh oder was? Ja, Pulverturm, ja. Der Kakter, der auch im Radio dann sogar noch lief, aber das war mir dann alles ein bisschen zu kommerziell. Ja. ATB lief doch auch im Radio. Ja, meine ich ja. Ja, gehört ja auch dazu. Aber Megara vs. DJ Lee war so mit meine, das war einfach geil. In ihren eigenen Sound. Ja. Ich bin letztens wieder über so eine alte Gabba-CD von mir gestolpert, mit der ich damals reingegrutscht bin in die elektronische Schiene. Ja, nee, so hartes Zeug habe ich nie abgefeiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war halt immer Trance. 200 also ich brauchte, BPM und dann geht los. Ich brauchte schon eine Melodie, die dann das irgendwann einsetzte. Hast du jetzt Türen am Start hier? Nee, ne? Ich habe überhaupt nichts. Scheiß Gold dauert viel zu lange, ey. Gefällt hier. Oh nein. Jetzt sieht es ja auf jeden Fall mal ein bisschen besser aus. Kein Bock mehr hier auf die ganze Schmelzerei hier. Oh, Türen bauen. Ja, ich drücke mal die falsche Taste. Der Weizen war ja eigentlich gar nicht schlecht, den wir immer hatten, ne? Mal im Weizen, Sommer. Ja, oh, nee, hör auf, ey. Super wegen nur wenn wir hier ganz viele von den Dingern haben. Ja, ja, ich weiß. So, ich bin müde, ich habe keine Energie mehr, ich gehe mal pennen. Okay, fertig. So, Tür ist gebaut. Oh. Rein? Bett? Ja, was ist das? Ja. Ist das die. Nee. Kommt noch eine. Ein Tag. Jo, einen Tag kommt. Oh. Genau. Habt ihr euch schon fein ins Bett gelegt? Okay. Ja, eingekuschelt. Ach, gerade wieder seine versteckten Kisten, da kommt man nicht hinterm Haus entlang. Ja, genau. Da habe ich jetzt auch schon öfter mal reingeguckt. Hey, die sind aber super. Geldmittel kann er ja nicht dahinter verstecken. Oder da drin. So, diesmal habe ich auf die Uhr geguckt. Diesmal gehe ich schnell ins Bettchen. Ja, hast noch 50 Minuten Zeit. I'm inside the bed. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Millionär. Habe ich auch. Haben wir 1 Million Umsatz gemacht, oder was? Wahrscheinlich. Bäm! Und warum? Der Hof vor hat 1 Million G verdient. Und warum, Leute? Wisst das? Reisebären verkauft. Bestimmt nicht wegen den Tieren. Oh, hast du so ein Sushi verkauft? Eine Maki-Rolle? Die bringt er. Ui, der Trüffel haut aber rein. Ja, ein goldener Trüffel. Nicht so schlecht. Und das ist noch nicht mal ein Lila, ne? Also, es geht noch mehr. Stimmt, der Lila war ja auch noch eine Stufe drüber, ja. Ich muss hier gerade auf dem Handy was lesen. So viel zu nicht die Tiere, ne? Oh, es regnet. Yay. Hallo Zwiebelpeter, schon ein Frösteln in der Luft gespürt? Könnte der Einzug des Winters sein. Oder das Kribbeln eines dunklen Geistes, der uns hilft, das Fest von morgen zu feiern. Die Geisternacht. Komm um 22 Uhr vorbei, wenn du mitmachen willst. Bürgermeister Louis. Ah, Louis? Da suche ich immer noch seine Hose. Ja. Hallo Brillibi! Mann, heute? Ja, heute um 22 Uhr. Nee, morgen steht auch da. Morgen, ja. Ah, ja. Ja, also morgen.
Kribbeln ist auch mal. Mein Geist ist halt mal, Louis. Du bist auch so einer, der einen Tag zu früh zu einer Veranstaltung kommt. Hallo, ich bin für die Party da. Die ist morgen. Naja, in der jetzigen Situation ist an beiden Tagen so viel los wie beim ersten Mal. Quasi. Also gar nichts. So, dann kann ich mir mal mein Lava-Katana. Gehen diese dreckigen Tiere bei Regen echt nicht raus? Was sind das eigentlich für läppsche Tiere, ey? Du gehst ja auch nie raus, wenn es regnet. Ja, sicher. Ja, sicher. Hast du gerade wieder Granatapfel geerntet? Ich? Nein. Ja. Der da. So. Ja, lass mal Äpfelbäume machen. Ja, was kaufst du denn? Was wollen sie dann haben? Ja, Granatäpfelbäume. Oh mein Gott. Affe. Affenalarm hier in Apfelbaumhausen. Apfelbaumhausen. Was für ein schöner Name. So. Ja, was machen wir denn heute, wenn es regnet? Ich gehe in die Mine. Ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber ich gehe in die Mine. Ich wollte mir ein Dings kaufen, einen Lava-Katana, um halt dann wieder mit in die Mine gehen zu können. Ja. Das ist eine gute Idee. Ich weiß, danke. Eine tolle Idee hat der Zwiebel in Spee. Auch immer. Hier liegen überall Nüsse rum. Hast du noch was gekocht, Mene? Weil ich brauche noch was zu essen. Achso, siehst du? Da war noch 100 Brot drin eigentlich in der Kiste. Und ein Spiegelei müsste da sein. Ich sehe uns schon nächsten Herbst wieder Weizen anpflanzen müssen. Wart 14 Natürlich. Uhr, Alter, was ist mit der Händler hier mit der Gilde los? Die macht erst um 14 Uhr auf. Alter. Die wissen, wie es geht. Wie man live. Öffnungszeiten ist ein Studentenladen bestimmt. Was hat der Mene sich jetzt hier reingebaut zur Verschönerung? Kann nichts erkennen. Doch, da in meinem Schlafzimmer. Siehst du nicht? Ach nee, das sieht man noch nicht. Weil, ja, das hat irgendwie nicht funktioniert. Aber das krieg der ich schon. Der Weg? Du willst einen Weg hier bauen? Nee. Ein Weg ins Schlafzimmer? Ich weiß es nicht, aber ich fühle mich hier sehr, sehr unwohl. Wie so eine Pedo-Hütte. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Free Candy. Vergessen. Free Willy und Free Candy. Oh Gott. Bitte komm zurück, wenn ein Busfahrer da ist. Jetzt komm, beweg dich! Penny! Nee, wie heißt sie? Pam! Pam. La la la. Achso, nee, Mene macht hier bestimmt was, der bereitet was vor wegen Halloween hier. Oder Prost, so. Leute. Jo, Mahlzeit. Prost. Kiste. Ich bin in der Mine. Wow, mein Bier schwappt über. Eieieiei. Hier live. Scheiße. Was mir heute Mittag passiert. Schön beim Kochen gewesen, weißt du? Ich find's gut, dass du... Trinkst ein Küchenbier? Ich find's gut, dass du montags mittags ein Bier trinkst. Ja, naja, mittags so um 3 war oder um 4 war das, irgendwie 4 war. So. 50 Brot habt ihr euch rausgeholt. Ich hab 30. So, mach's Bier auf, ne? Und auf einmal macht's flupp, der ganze Flur unter Bier sozusagen. Schön rausgeschäumt und innen drin dann erstmal die ganzen Zwiebeln angebrannt. Sehr gut. Ja, ist Leben am Limit. Ist immer. Oh, ihr seid eine Leiter offen. Gehe ich da direkt runter. Oh, was ist das denn für eine komische Höhle? Hier ist ja gar nichts. Muss ich wohl fighten. Okidoki. Ah ja. Hasenpfote. Boah. Smash. Meine Fresse, gehen die mir auf den scheiß Sack, ey. Wer denn? Diese Springviecher, die schon getötet haben. Diese Blobs, die dann so durch die durchzischen, naja. Kann sie auch, die machen, was sie wollen. Nicht einschätzbar. Alter, wie viele sind denn hier, Mann? Ich brauche euch hier. Hier sind halt keine Steine in der Höhle. Nicht ein Stein. Du hast keinen Block, kein nichts. Einfach nur eine grüne Höhle mit tausenden von Blobs drin. Wo bist du denn jetzt? In welcher Mine? Ja, in der ganz normalen. Wo will man reingehen? Und zweite Ebene. Das ist einfach grün. 1 Milliarde Blobs. Alter, hier sind wirklich 1 Milliarde Blobs. Meinst du jetzt? Ja. 5 okay. Dicke. Ohne die Möglichkeit, sich irgendwie zu saven. Oh, leck mich am Arsch. Ich bin schon im Bus. Ich frage mich immer noch, warum es nicht einfach Rüstung gibt hier in dem Spiel, ganz ehrlich. Ja. Ah, gibt's doch. Ich habe doch eine Kupferrüstung gebaut.
Ja, aber die ist doch nur zu Deko-Zwecken. Ja, ja. Ist sie? Zu Deko-Zwecken ist schon nur mein Pimmel, also alles gut. Das hat mir deine Frau letztens auch erzählt. Das Ding war jetzt ein ganz schönes Eigentor. Ja, war auch so gemeint. Naja, wer so lange zusammen ist, oder? Ja. Läuft gar nichts mehr. Nee. Ey, da unten. Ah, nee, das ist. Das ist das Erotischste, wenn sich die Hände beim Austausch der Fernbedienung noch berühren. So ist es. Oder beim Bier holen. Ja. Aber auch nervig, ey. Ey! So. Mein Penis ist nur noch ein fleischiges Accessoire. Solange der Satz nicht weitergeht mit der mir um den Hals hängt. Nee, das ist der Sack. Das ist der Sack. Eieieiei, das wird wohl nichts mehr mit überleben. Are you dead? pass auf, die sind bei dir. So, ich hätte gerne mal einen, schon wieder einen Katana. Oh. Fuck. Hat aber auch keine Leiter und nichts. Was ist das für ein Scheiß? Leute. Was? Es gibt die Möglichkeit, über die Heldengilde. Ja, wenn man da hingeht, da gibt es eine Option, wenn man mit dem Typen quatscht, der sagt dann Gegenstandswiederherstellung. Du hast ein paar Gegenstände verloren, was? Ich kann einen von ihnen gegen eine Gebühr wiederfinden. Da kostet jetzt mein Katana 750. Ja, das ist nicht schlecht. Ach so, in Ordnung. Ich werde sehen, ob ich deine verlorenen Lava-Katana heute Abend finden kann. Ich bringe es morgen früh in deinen Briefkasten. Okay. Wenn er es nicht findet. Das geht nur, diese Dialogoption geht nur einmal. Für immer oder was? Nein, also ich habe ja jetzt mehrere Sachen verloren. Da waren halt dann die ganzen Sachen, die ich in einer Mine verloren habe. So was ich meine, dass ich eine Geode oder also so. Also konntest du dir jetzt auswählen, was du davon willst. Genau. Und ich hätte auch, weiß ich, irgendwelches Essen wiederholen können für 375 oder so. Aber das Katana halt eben auch. Ist ja geil. Dann muss man sich das nicht mehr kaufen. Wenn er es findet. Wenn nicht, gehen wir da hin und verprügeln ihn und nehmen unsere 750 wieder. Ja. Wir nehmen dann gleich 400 mit. Stiefel. Oh, das ist eine richtige Kackhöhle hier, oder? Ja. Vor allen Dingen, bis wir das alles. Au, ein Iridium-Barren war aber da jetzt drin. Das ist gut. Oh, cool. Vorsicht von oben. Ich hab einmal noch in die Luft geschlagen. Kommt aber auch kein Leiter, ey. Aber wenn wir jetzt. Moment mal. Scheiße, hilf mir! Lila Schleim. Ja, ich komme. Die lila Schleime lassen Iridium und Iridium-Barren fallen. Und wir können Schleimfarmen bauen. Ja. Wäre es dann nicht doch sinnvoll, die Schleimfarmen zu bauen? Ja, aber was willst du? Immer, wenn wir die, müssen wir die immer befighten auch? Oder? Ja, aber was kommt denn da raus? Ich dachte, die Dinger, diese Blobs. Schleimkugeln, stimmt, hast recht. Aber genau, aber ich weiß halt nicht, ob du aus Schleimkugeln dann vielleicht den Dings machen kannst, ob du dann Iridium draus machen kannst, das weiß ich ja nicht. Das wäre halt geil. Was man aus Schleimkugeln machen kann. Was denn? Ich weiß es nicht. Achso, du weißt es nicht. Kam jetzt akustisch nicht so ganz an. Schleimhäuser. Ah, oder so. Oder Schneckenimitat. Oder Schleimhäute. Zum Beispiel. Praktisch. Wir bauen hier das Monopol der künstlichen Schleimhäute auf. Oh, Monsieur, schönes Omelette hier und ich bleib bei Rot hier. Omelette, Bucket, Hauptsache was zu essen, gell? Bucket. Ist das eine Kackhöhle? Na, guck mal einer an. Liegt da einfach ein Stein. Auf, der springt! Oh, ist nicht down, okay. Alter, hier gibt's keine Leiter einfach. Leider keine Leiter. Leider keine Leiter. Hier unten ist noch einer, zwei. Das sieht schon echt schick aus, was wir hier alle so gut haben. Wir müssen halt auch gleich zurück, ey.
Der Raum hier ist der absolute Tod. Wenn man hier schnell durch die Mine jumpen will. Ja, keine Chance bei dem Raum. Warum, was ist da? Weil, einfach nur Blobs. Auf der ganzen Blobs. Map gibt's nur Blobs, lila Blobs. Ach du Scheiße. Kleine und keine. Der hat ein Herz über sich, guck mal. Mach mal dein Herz über sich. Er hat euch lieb. Wow, 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 was passiert denn hier für ein Leck? Da ist die leider beim letzten, tatsächlich. Beim allerletzten Blob. Ja, ja, so ist es. Gehen wir noch runter einmal oder was? Ja, mal gucken. Der Weg nach unten hat sich geöffnet. Was heißt das denn? Wer hat sich geöffnet? Da steht gerade, der Weg nach unten hat sich geöffnet. Okay. Das stand aber noch nie da. Was soll das? Okay. Da direkt die nächste Leiter. Heißt das vielleicht, dass die Leitern jetzt immer direkt sichtbar sind? Nee. Nee. Das ist aber nur, dass wir alle Blobs getötet haben, glaube ich. Nochmal zurück. Das hier bringt doch nichts. Ah. Oh. Ich verlasse ihn einfach. Ja, das hast du gemacht. Ja. Wenn ich schon mal auf der sicheren Seite bin. Was war denn das hier? Lass uns sagen. Recyclinggerät. Tütüt! The bus is back. The bus is back in town. And we are going back into bed. Bon rolling, baby. Gehen wir pennen oder was? Was machen du? Ich geh noch mal die Sachen einsortieren. Und wehe, der bringt mir morgen mein Schwert nicht. Hast du recht? Dann machen wir den lang, den Kasper. Allerdings. Da kennen wir gar nichts. Ich habe noch ein Iridium. Wie viele Barren hast du jetzt gefunden? Können wir zwei neue Sprinkler bauen? Eins. Ein Barren ist doch geil, der reicht doch für so ein Ding. Ja, das stimmt. Aber nichts. Aber wir haben nichts mehr zum Einpflanzen. Oder doch, warte mal, in unserer Kiste kommt ja bald da oben liegt dann noch Saatgut. Ist eigentlich momentan noch was in unserem Gewächshaus? Nö. Gähnende Leere. Ich hab versucht, Gras anzupflanzen. Kläglich gescheitert. So. Was kann man jetzt mit dem Schleim machen? Gar nichts. Das ist doch die große Frage. Alter, hier lag da irgendwo Saatgut. Hier. Sternfruchtsaat im Sommer. Gemischte Saat. Kaktus. Kann nur innen gepflanzt werden und Blumenkohl. Sommer, Sonne, Frühling. Kaktus. Haben wir überhaupt noch Batterien? Es ist 12:30, lass uns mal ins Bett gehen. Also Batterien, wenn du keine mehr hast, dann haben wir keine mehr. Dann sollte es mal wieder gewittern. Eierpresse. Ja, dann brauchen wir wieder mal ein Gewitter. Stücke Schleim zu einem Schleimei. So, Folge ist dann übrigens auch zu Ende. Okay. Ja, Mann. Gute Nacht! Wer war dran? Nee, ne? Ja, ich. Jupp. So, geh pennen, ey. Nicht, dass du wieder versemmelst. Ja, bin drin. Versäumelt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.